Moin, Sebastian hier. Was du gerade gesehen hast, war als Student mein absolutes Traumauto. Heute, rund 20 Jahre später, komme ich diesem Traum so nah wie noch nie in meinem Leben. Joanna und ich nehmen gleich unser neues Auto in Empfang. Es ist zwar weder rot noch ein Ferrari, aber zumindest ein Zweisitzer und ein Stern auf der Haube ist auf jeden Fall ein Anfang. Ich weiß nicht, wie es Joanna geht, aber ich freue mich wahnsinnig auf unser neues Gefährt. Ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass unser Ferrari-Ersatz eine LKW-Zulassung hat. Fahrspaß steht nicht unbedingt im Vordergrund, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich freue mich einfach nur, dass das Tetris-Spielen beim Autobeladen endlich ein Ende hat. Morgen ist Heiligabend. Wir melden uns nach den Feiertagen wieder und zeigen dir, wie der Vito seinen Innenausbau bekommt. Da sind wir wieder. Wir sind auf dem Weg nach Kiel, wo der Wagen seinen Innenausbau bekommen wird. Ich würde sagen, da bietet es sich an, unterwegs meine Eltern in Osnabrück zu besuchen. Leider ziemlich erkältet, deswegen können wir hier auch nicht übernachten. Sicher ist sicher. Und schon sind wir wieder auf der Straße. Wir haben noch einige Stunden vor uns. Und das gibt mir die Gelegenheit, dir mal zu erzählen, was wir überhaupt vorhaben, was mit unserem Stauraum da hinten alles passieren soll. Wir haben uns natürlich gefragt, was haben wir alles für Gegenstände, die mit unterwegs sein sollen. Angefangen von unseren beiden JJs über die Stages, die irgendwo ihren Platz finden müssen, bis hin natürlich zu unseren Scootern und am Ende auch Koffer, Kalkkanister, Sauerstoffkoffer, alles, was halt fürs Tauchen wichtig ist. Genau, da haben Sebastian und ich sehr, sehr lange zusammengesessen und überlegt, wie wir das am besten anordnen, wie wir uns auch im Auto dann die Geräte anziehen können. Und all das habe ich im Laufe der Planung zusammengefasst. Und genau, das ist jetzt der Stand, mit dem wir anfangen wollen, und hoffentlich kann es dann auch so umgesetzt werden und hoffentlich passt es dann auch mit der Statik zusammen, sodass wir dann auch alles gut verzurren und verzerren können, sodass wir wirklich sicher unterwegs sind und im Falle eines Unfalls die ganzen Sachen nicht durch die Gegend fliegen. Der Innenausbau dauert 2 Wochen, das heißt, wir melden uns in 14 Tagen wieder. Ich bin noch gespannter als du auf das fertige Ergebnis. Inzwischen ist Mitte Januar und wir sitzen wieder im Zug. Wir sind auf dem Weg nach Kiel, um unser Tauchmobil abzuholen. Heute Nacht um 0.05 Uhr haben wir die Nachricht bekommen, dass der Wagen fertig ist. Und ich muss sagen, dass ich ganz schön aufgeregt bin. Du hast, glaube ich, schon mehr von dem Wagen gesehen als wir. Ganz schön unfair. Schatzi, wie geht's dir denn? Ja, ich bin auch richtig aufgeregt. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe gehabt in den letzten 2 Wochen.
oder auch schon davor. Und ein paar Sachen haben wir zu Gesicht bekommen, aber noch längst nicht alles. Und deswegen habe ich heute schon schlecht geschlafen, weil ich mich so freue, das Auto endlich zu sehen. Der Ausbau ist fertig und wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Ich glaube, wir sind beide total begeistert. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass es so gut wird, obwohl ich hohe Erwartungen hatte. Wir fahren jetzt nach Hause und dort zeigen wir dir jedes kleine Detail. Vielleicht möchtest du auch mal ein Auto passend für den Tauchsport ausbauen lassen und kannst dir dann da ein paar Anregungen abholen. Also unbedingt dranbleiben, denn jetzt geht es ins Herzstück des Autos. Wir sind gut wieder zu Hause angekommen und inzwischen bei bestem Sonnenschein, also direkt auf mit dem guten Stück. Das Wichtigste zuerst, selbst mit 1,92 Meter Körpergröße kann man sich hier drunter im Trockenen umziehen. Man kann sich aber nicht nur umziehen, man kann auch die Geräte hier direkt an dem Auto ablegen. Ich demonstriere das mal gerade. Jetzt sitze ich hier mit Rückengerät. Das Problem ist, dadurch, dass die Stoßstange so dick ist, wenn ich mich jetzt aufrichten will, habe ich ordentlich Rücklage und das ist nicht gut für die Lendenwirbelsäule. Also haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben hier einen Schwerlastauszug mit Arretierfunktion eingebaut. Der ist bis 300 Kilo belastbar. Das heißt, Ryan und ich können uns da draufsetzen, während wir unsere Geräte anziehen und das auch noch gleichzeitig. Und durch die Arretierfunktion, siehst du hier, wackelt nichts. Selbst wenn wir an der Landenus zum Beispiel mal am Hang parken, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass der Auszug sich wieder zurückbewegt. Das Ganze ist hier natürlich wunderbar durch Spanngurte gesichert. Das sind aber keine normalen Spanngurte, sondern auch wenn das Auto Schaltgetriebe hat, Automatik-Spanngurte. Für unsere 3-Liter-Flaschen, von denen wir ja zunehmend immer mehr brauchen, weil wir ja mit dem JJ unterwegs sind und wir ja auch nicht nur immer einen Tauchgang machen wollen, haben wir uns eigentlich überlegt gehabt, dass wir hier zwei Löcher reinbohren und dass wir die Flaschen von oben so reinstecken können. Unsere beiden Jungs haben sich aber überlegt, hier besser so, wie sagt man, Spanngurte auch hinzumachen, die, egal wie groß die Flasche ist, festgezurrt werden kann. Und dadurch können wir hier sogar auch große Sauerstoffstages mal parken oder wie gesagt auch die kleinen 3-Liter- oder 2-Liter-Flaschen. Hier unten haben wir unser Flaschenlager, denn wer kommt schon mit zwei Rückengeräten aus? Hier unten passen entweder 3 Doppelgeräte, 6 große Stages, 5 große Stages und 2 kleine Stages rein. Und wenn wir mal 6 große und 2 kleine Stages brauchen, dann kommt wieder der Platz hier oben zum Einsatz, wo wir nämlich die kleinen Sauerstoffstages auch hinpacken können. Das Coole ist, wir haben hier noch so Gleitschienen drin. Das heißt, wir können die Flaschen da reinsliden, ohne dass sie überhaupt den Fahrzeugboden berühren und verkratzen. Natürlich ist unser Flaschenlager da unten auch mit einem Spanngurt gesichert, denn bei uns soll ja nichts mehr rumfliegen. Ich habe mir noch eine Kleinigkeit gewünscht und zwar hier oben ein Seil, wo man in den Pausen alles von Spools, Boje bis hin zu Wet Notes einmal dranhängen kann, sodass man das aus den Beintaschen nehmen kann. Und wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwo was festzuzurren, anzustecken anhand mit diesen Schienen hier. Also ich glaube, wir werden nie wieder das Problem haben, irgendwo was nicht befestigen zu können. Wir haben das Auto umgedreht, damit die Lichtverhältnisse passen. Und jetzt zeige ich dir mal unsere Seitentür und was sich alles dahinter verbirgt. Herzlich willkommen im Innenraum. Komm ein Stück näher. Und zwar haben wir hier insgesamt 1, 2, 3 Fächer, wo alles Mögliche hinterpasst. Zum Beispiel Trocki-Taschen. Das heißt, wir könnten hier theoretisch 6 Trockis unterbringen. Aktuell haben wir aber zusammen nur 4, bald 5. Johannes Neuer ist schon bestellt. Da ist natürlich auch Platz für Werkzeug und was man sonst noch alles gebrauchen könnte. Also reichlich Stauraum. Hier oben drüber haben wir noch freie Fächer und die reichen erfahrungsgemäß exakt für alle Unterzieher, die sich in unserem Besitz befinden. Der Kalk für den JJ und auch natürlich alle möglichen Sicherheitselemente, wie zum Beispiel hier dieser Sauerstoffkoffer,
darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze ist hier geschützt durch so eine kleine Aufkantung. Unsere Equipmentboxen, wo alles andere drin ist, was nicht aufgerödelt ist, können wir hier super verstauen. Auch noch eine Sackkarre davor. Und wenn wir mal mehr Platz brauchen, haben wir auch immer noch die Möglichkeit, unseren Rentnertisch mitzunehmen, der auch nochmal gesichert ist. Hier oben haben wir noch eine Box für was auch immer. Wir haben mehr Platz, als wir brauchen. Mir ist noch nicht eingefallen, was da rein kann, aber uns wird schon noch was einfallen. Und eine große Frage, die man sich immer stellt, ist ja, wohin mit den Scootern? Wir haben ganz viele verschiedene Optionen durchprobiert und nichts hat so richtig funktioniert. Und deswegen haben wir uns hier, das müsste man sich eigentlich patentieren lassen, eine Scooterhalterung montieren lassen. Die Scooter sind bombenfest, da wackelt nichts. Eine Sache ist allerdings nicht so einfach, den hinteren Scooter da reinzuheben. Es ist nicht besonders rückenfreundlich, aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und zwar ist auch die Scooterhalterung natürlich ausfahrbar. Das heißt, wir können den Scooter als Twin, als ein Mono, als zwei Monos hier draufheben, verzurren bzw. einhaken. Alles super komfortabel, super einfach. Und wenn das erledigt ist, fährt das alles wieder zurück. Trotz all dieser neuen und wunderschönen Einbauten ist natürlich trotzdem noch Platz. Wie kann man sich das vorstellen? Aber ja, und zwar dieser hier. Und den können wir bestens nutzen, wenn es darum geht, Koffer zu transportieren oder wer weiß, was sonst noch alles. Und wenn mal keine Koffer dabei sind, dann ist das für mich der perfekte Platz, um mein Schiepi anzukleben. Denn hier kann man sich schön einsperren, keiner sieht was und man hat in Ruhezeit, alles an die richtige Position zu bringen. Das war's. Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen bekommen. Falls du dir auch mal deine eigene fahrende Tauchbasis bauen lassen möchtest, an dieser Stelle natürlich ganz herzlichen Dank nochmal an die, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Schöpfer. Wenn du das Ding mal in Aktion erleben möchtest, ist die beste Gelegenheit natürlich ein Kurs oder ein Trainingstag bei mir. Falls du daran Interesse hast, schau unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer meine Kontaktdaten. Ich freue mich, von dir zu hören und ich hoffe, das Auto hat dir gefallen. Falls ja, lass einen Daumen nach oben da, abonniere selbstverständlich den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal.